begrüße euch recht herzlich zu diesem neuen Wandervideo. Heute ist kalendarischer Frühlingsanfang und ich nutze die Zeit, um eine etwas längere Wanderung zu machen. Und zwar in die Stadt, die so heißt, was man täglich machen muss. Könnt ihr hier mal raten, welche Stadt das sein könnte? Und ich habe auch noch ein kleines Update für euch. Und zwar habe ich oben an dem Mikrofon von der Kamera so kleine Wattebäuschen oder irgendwie sowas dran gemacht, um den eventuell auftretenden Wind noch so ein bisschen zu reduzieren, bis ich diesen Adapter habe für das externe Mikrofon. Und dann haben wir, glaube ich, jetzt schon Solinger Stadtgebiet verlassen. Wir befinden uns jetzt auf Wuppertaler Stadtgebiet. Und dann würde ich sagen, schön, dass ihr dabei seid und los geht's. So, und damit begrüße ich euch dann unweit des Bahnhof Wuppertal-Vohwinkel. Der liegt auch schon hinter mir. Laufen bin ich jetzt circa schon 6 Kilometer. Wir haben jetzt 20 vor 9. Und jetzt wird es im Prinzip wirklich erst interessant, denn die Strecke, die kenne ich zum einen nicht. Habe ich natürlich mit Komoot geplant. Hier seht ihr auch, es ist äußerst kalt. Oder ja, als ich gestartet bin, waren es 0,3 Grad minus. Und die Strecke wird etwa 40 Kilometer sein. Wohin möchte ich natürlich noch nicht verraten. Die Strecke wird natürlich auch wieder bei Komoot veröffentlicht, könnt ihr euch dann im Anschluss anschauen. Und das ist teilweise auch die Strecke, die ich geplant hatte beim ersten Megamarsch im vergangenen Jahr, wo ich dann nach Düsseldorf diesen Schlenker gemacht habe und dabei 42 Kilometern aufgegeben habe. Also es wird auf jeden Fall eine ganz interessante Tour. Sehr viel Natur, hoffe ich. Und ich laufe erstmal raus aus Wuppertal. Und dann lassen wir uns überraschen, was uns da alles erwartet. Weiter geht's. So, und damit begrüße ich euch außerhalb von Wuppertal, würde ich jetzt mal sagen. Wir laufen jetzt ganz grob Richtung Velbert und wir gehen im Prinzip jetzt erstmal nur geradeaus, oder ich in dem Fall. Ich versuche heute, ich navigiere zwar mit Komoot, versuche aber die Stimme möglichst auszulassen, da nicht irgendwelche störendes Gelaber dazwischen zu haben, was doch auch mal ganz angenehm sein kann. Über längere Strecken zu gucken, wo muss ich her. So ist es jetzt in dem Fall. Also ich laufe jetzt bis zur Bushaltestelle Foxhof und da weiß ich, es geht dann rechts rein und erstmal auch weiter geradeaus. Und das Interessante ist, wir laufen jetzt erstmal bei den Kalksteinwerken, wie auch immer, vorbei, also mittendurch. Ich weiß nicht, ob man da wirklich viel erkennen kann. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Ihr habt auch gesehen, mein Trinkschlauch, der ist heute zu Hause. Der hat Zwangspause. Ich hatte den gestern noch vorbereitet mit dem Bindfaden, damit der auch dicht ist. Aber ich habe glücklicherweise heute Morgen gesehen, dass sich im Schlauch so ein bisschen Schimmel oder sowas gebildet hat. Obwohl ich meine, den ordentlich sauber gemacht zu haben, habe ich wohl nicht. Muss ich mir mal so eine Bürste holen, die so richtig tief da reingeht, um das vielleicht sauber zu machen mit Spülmittel oder wie auch immer. Deswegen muss ich hin und wieder jetzt stoppen, meine Flasche da aus dem Rucksack holen und dann so einen Schluck nehmen. Soll jetzt auch kein großes Problem sein. Meine Frau hat mir heute ein bisschen Verpflegung gemacht, dazu später mehr. Wir haben gestern schon so ein bisschen was davon probiert, also richtig lecker. Und jetzt gehen wir erstmal weiter Richtung dieser Kalksandsteinwerke, wie auch immer. Und mal gucken, ob wir denn da auch was erkennen können. Thank you.
Damit begrüße ich euch an dem eben genannten Kalksteinbruch. Also richtig interessant, diese beiden Seen da, wenn man sich die bei Google Maps anguckt, die sehen richtig türkis aus. Das habt ihr auch auf den kleinen Clips vorher gesehen. Die habe ich mit dem S10 aufgenommen, weil die Ultra-Weitwinkel-Geschichte hier mit der Osmo Action, das funktioniert natürlich nicht. Aber richtig interessant. Also könnt ihr mal googeln, Wuppertal Dornab, glaube ich, müsste das sein. Steinbruch, und dann guckt ihr euch das mal bei Google Maps an. Also absolut fantastisch. Ich kann es noch mal sehen, ich versuche mich noch mal zu drehen, vielleicht kann man da irgendwie was erkennen. Bin mir aber nicht sicher, ob das nah genug einzufangen ist. Und jetzt geht's weiter bis zu der genannten Bushaltestelle Coxhof. Weiter geht's. Wir sind jetzt gerade am Schloss Abrath vorbei, Klinik Abrath. Falls sich jemand fragen sollte, ob hier irgendeine Klinik in der Nähe ist. Es war hier mal eine Lungenklinik, glaube ich, oder Tuberkulose oder irgendwie sowas. Die ist da oben irgendwo in dem Wald, ist aber ein Lost Place, wobei das auch alles zugerammelt ist. Und meines Wissens nach soll es so sein, dass da schon gebaut wird. Von daher ist auch Video überwacht. Mal davon abgesehen, wäre es sowieso illegal, da reinzugehen. Richtig toll. Ich habe eigentlich gedacht, als ich auf Komoot mal auf die Karte geschaut habe, dass die Strecke hier doch relativ kurz wäre. Und ich bin jetzt geschätzt schon 12 Kilometer unterwegs oder 11, so in dem Dreh. Und komme echt richtig gut voran. Bis jetzt ist es halt sehr viel Landstraße. Aber wie gesagt, die Bushaltestelle Coxhof ist quasi die Erlösung. Dann geht es erstmal hoffentlich in schöne Wälder. Wir unterqueren auch einmal die A535. Und wie ihr seht, die Sonne scheint. Bestes Wanderwetter, Frühlingsanfang. Also alles richtig gemacht. Und weiter geht's. Damit grüße ich euch auf dem Neanderlandsteig ein Stück weit. Das müsste, glaube ich, dieses rote Symbol mit dem N sein, ganz genau. Neanderlandsteig, da oben ist auch ein Schild. Und ich habe jetzt eine kurze Rast gemacht, mal eben was getrunken und werde mir hier jetzt erstmal so einen Eiermuffin, ich hoffe, die heißen Eiermuffin, reinhauen. Richtig toll, also da hat meine Frau gestern in der Küche richtig toll was gezaubert. Wir haben gestern schon welche davon gegessen. Absolut lecker mit Ei, Schnittlauch, Tomate, glaube ich, ist drin, Karotte. Also absolut fantastisch. Und die Natur hier, die macht es mit einer kleinen Pause, mit einer kleinen Stärkung natürlich noch ein bisschen einfacher. Und würde ich sagen, weiter geht's mit einem kleinen Snack und weiteren Aufnahmen für euch vom Neanderlandsteig. Also ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, was das hier für ein Wanderweg sein soll, den mir da Komoot vorgeschlagen hat.
Hier sind nur umgefallene Bäume. Und ja, mehr kann ich dazu ehrlich gesagt nicht sagen. Ich gucke jetzt nochmal auf das Navi hier, der mir sagt hier. Ja, ihr sollt irgendwie hochgehen oder was, keine Ahnung. Ah, Junge, sowas habe ich gebraucht. Ey, das bremst einen so dermaßen aus. Und die sind halt nicht erst gestern gefällt worden oder sowas, sondern die sind ja teilweise schon richtig vermoost und alles. Ja, macht es auf jeden Fall zu einer Herausforderung, wenn man Kilometer machen möchte. Ja, aber so wie es aussieht da vorne, ist es wohl so, dass da jetzt erstmal keine Hindernisse mehr zu erwarten sind. Und ich muss auch sowieso den Wanderweg hier verlassen. Das kommt mir ganz recht. In, ich glaube, 300 Metern oder sowas. Und ja, weiter geht's bei dem Abenteuer. Ja, nicht mehr auf dem Neanderlandsteig. Der ging woanders her. Wahrscheinlich auch aus gutem Grund. Oh, hier ist nass. Boah, das wäre jetzt gewesen, ey. Da noch richtig schön reingelatscht. Die Füße nass. Das wäre jetzt auf jeden Fall noch die Kirsche auf der Schwarzwälder Kirschtorte gewesen. Weiter geht's. Also hier sieht es auch richtig wild aus. Das erinnert mich ein bisschen an den Klingenpfad, an die erste Etappe da. Ich weiß nicht, ob das hier auch alles Borkenkäferfraß ist oder was, keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall richtig wild aus hier. Und schön ist, ja, wie ich in dem Klingenpfad-Video schon gesagt habe, echt was anderes. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Weg, den ich da gegangen bin, irgendwie so ein Single Trail ist für Mountainbiker oder sowas, weil was willst du denn da überspringen? Also, ich habe ja auch schon das ein oder andere Video gesehen, was die da für Stunts machen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die da irgendwas in irgendeiner Art und Weise machen können. Aber ist auch nicht meine Sache. Ich bin jetzt hier auf einem Forstweg wieder unterwegs. Alles Roger und weiter geht's. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Platz gefunden. Hier mache ich eine kurze Rast, denn ich muss auch die Actioncam so ein bisschen nachladen. Der Akku ist da jetzt bei 49%. Ich habe dieses verfluchte Waldstück hinter mir gelassen, dieses komische da. Und werde jetzt hier, wie gesagt, eine kleine Rast machen, mal eben ein bisschen was trinken. Und dann geht es hier im Prinzip erstmal hier so ein bisschen an den Feldern weiter. Und ich gucke mal eben auf meinen Komoot-Dingsbums hier. Sag euch mal, wie die Zahlen sind. 13,9 Kilometer bis jetzt zurückgelegt. 22,9 verbleiben noch. Durchschnittliche Geschwindigkeit 5,6 km/h. Also von daher alles Roger. Jetzt mache ich erstmal eine kurze Trinkpause und dann geht's weiter. So, ich bin immer noch auf dem Neanderlandsteig und auf dem Bergischen Weg unterwegs. An dem kleinen Zeichen hier, Newiges Waldschlösschen, 230 Meter über Normal Null. Also der Berg hier gerade, der hat es auch ordentlich in sich gehabt. Kurz, aber steil. Und ja, richtig tolle Gegend hier. Also Jörg, du bist auch heute unterwegs auf dem Bergischen Weg. Habe ich gesehen bei Instagram. Richtig toll. Waldinhaltsee habe ich gesehen. Da komme ich auch noch vorbei. Vielleicht laufen wir uns da ja über den Weg. Wäre natürlich geil. Ich habe mir auch überlegt, ob ich dich anschreibe, aber wir lassen das mal den Zufall entscheiden. Vielleicht läufst du sogar den Bergischen Weg und mir ein Stück weit entgegen. Keine Ahnung.
das wird sich zeigen. Und jetzt geht es erstmal hier wieder ordentlich steil bergunter. So ist das halt. Was hoch geht, geht auch irgendwann wieder runter. Ja, viel gibt es im Moment ja nicht wirklich zu sagen. Außer ich lasse die Bilder sprechen, weil es hier richtig tolle Ecken sind hier. Bergischer Weg, Neanderlandsteig. Ach ja, im Übrigen, hingelegt habe ich mich eben auch schon einmal, die Matsch da glatt war, obwohl gar kein Glatteis da ist. Also, naja, egal, alles gesund und weiter geht's. Hier genau die richtigen Schuhe für Arne. So, und damit begrüße ich euch recht herzlich nach gelaufenen 16,6 Kilometern in Fellbad-Tönesheide. Ich hau mir jetzt hier gleich noch ein fettes Korni rein. Bin gut unterwegs, eben bin ich einmal fett in eine fette Pfütze getreten, wegen dem steilen Bach oder was auch immer das da war. Ja, so ist das halt, aber da trocknet auch wieder. Also das ist immer meine größte Sorge eigentlich, dass ich da irgendwie nasse Füße kriege, aber bei den Temperaturen, ja mein Gott. Solange man in Bewegung ist, trocknet das auch wieder und von daher soll das auch kein Problem sein. Selbst wenn es so wäre, geht trotzdem weiter. Und ja, hier ist, neben mir ist ein Aldi. Ich werde mir vielleicht zu späterer Stunde nochmal eine kleine Cola oder sowas gönnen. Aber im Moment ist alles tippitoppi, alles topfit und dann würde ich sagen, ja, weiter geht's. Schön. Jetzt haben wir schon mehr als die Hälfte rum und es läuft. Ich habe jetzt hier durch komplett Fellbad. Ich hoffe, Fellbad nimmt jetzt hier langsam mal ein Ende. Die ganze Zeit Musik gehört. Nur an der Straße entlang zu laufen und so was alles. Ja, das hat auch seinen Reiz, wenn man schnell vorankommen möchte. Möchte ich ja in dem Fall auch. Und ja, hin und wieder nutze ich dann gerne mal Musik. Ihr werdet euch vielleicht wundern, vielleicht aber auch nicht. Ich höre grundsätzlich eigentlich alles an Musik, aber in dem Fall höre ich schon gerne Techno und gerne auch ein bisschen härter. In dem Fall war das jetzt ein Live-Set, Masters of Hardcore, vielleicht kennt der eine oder andere das. Ja, habe ich früher regelmäßig und oft gehört. Da war ich auch auf der einen oder anderen Veranstaltung in Dortmund, in der Westfalenhalle beispielsweise. Also das war schon, ja, das als Musik zu bezeichnen, ja, fällt mir mittlerweile auch ein bisschen schwer, aber hin und wieder gebe ich mir das, weil das einfach geil ist, weil es extrem pusht und ja, wollen wir es dabei belassen. Da erzähle ich vielleicht später noch ein bisschen was zu. Eben habt ihr gesehen diesen Funkturm und eventuell dieses Hochhaus mit der BKS-Werbung drauf. Diese beiden Gebäude kann ich von Solingen aus sehen, natürlich sehr weit entfernt. Und ich habe mich immer gefragt, wo sind die? Und jetzt weiß ich. Das ist wieder so eine Sache, das ist richtig geil. Ja, unbekannte Wege zu gehen und dann genau das zu entdecken. Also absolut top. Und ja, jetzt würde ich sagen, geht's erstmal heiter weiter. Also ich nutze ja Komoot äußerst gerne, weil das sehr komfortabel ist zu planen und anzupassen. Und ja, was mir manchmal so ein bisschen fehlt, ist
Die Navigation funktioniert zwar in der Form, dass sie sagt, links gehen, rechts gehen etc. Was mir aber so ein bisschen helfen würde und was es ein bisschen einfacher macht, ist ein bestes Beispiel ist beispielsweise der Klingenpfad. Da kann ich mir natürlich auch den Track runterladen und mich da durch die Wälder und sowas navigieren lassen. Aber es reicht eigentlich aus, wenn ich den Wegzeichen folge, so wie jetzt, was ihr gerade gesehen habt, den Neanderlandsteig. Für mich wäre es ganz praktisch, denke ich zumindest aus der Theorie, wenn ich wüsste, an dem Punkt laufe ich so und so viele Kilometer über den Neanderlandsteig und muss mich beispielsweise nur an diesem Zeichen ja richten, würde ich sagen. Weiß aber auch nicht, ob das eine wirkliche Hilfe ist oder eben nicht. Ich wollte noch was anderes erzählen. Und zwar, was es mit diesem kleinen Döschen auf sich hat, das erzähle ich euch gleich. Bevor ich euch erzähle, was hier drin ist, das war ja wohl mal gerade richtig geil mit diesem Tiergehege. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Da vorne ist noch ein Parkbad und sowas alles. Also hier ist freizeittechnisch echt eine ganze Menge möglich. Da vorne könnt ihr noch so ein Viadukt sehen. Der Panorama-Radweg Niederbergbahn geht darüber. Wenn ich es jetzt richtig gelesen habe und nicht vergessen habe, müsste das richtig sein. Also absolut fantastisch, damit hätte ich überhaupt gar nicht gerechnet. Also ich bin ein bisschen sprachlos, ehrlich gesagt. Gefällt mir wirklich richtig gut. Es ist im Moment aufgrund der Situation natürlich ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, wenn hier offen ist, dann ist hier richtig was los. Vorne fliegt gerade irgendein Falke oder irgendwie sowas. Der fliegt die ganze Zeit schon daher. Vielleicht kann ich den gleich nochmal einfangen. Auf jeden Fall wollte ich euch erklären, was es hiermit auf sich hat. Bevor ich das mache, muss ich aber noch mal eben auf mein Navi gucken. Es geht weiter geradeaus. Genau, wir gehen jetzt auch unter dieses Viadukt entlang. Das Ding aus, ja. Hier ist irgendwie abgesperrt, oder auch nicht. Auf jeden Fall, das hier, vielleicht erkennt ihr das. Das ist ein Batteriecase für einen Akku, für eine DJI Osmo Action. Und da habe ich drin ein kleines Mikrofasertuch. Das habe ich mir extra zurechtgeschnitten, damit es da reinpasst. Und eine Ersatzspeicherkarte. Da ist also nochmal eine 32 GB Speicherkarte drin. Und nochmal zusätzlich so ein kleiner Schlüssel, um an die SIM-Karte von dem Smartphone zu kommen. Für den Fall der Fälle, dass denn da ja, die SIM-Karte gebraucht werden würde. Da könnte ich die da auch noch rausnehmen. Wobei da jetzt wieder die 128 GB Speicherkarte drin ist. Die funktioniert ja bekanntlichermaßen nicht mit der Osmo Action, aus welchen Gründen auch immer. Und jetzt sind wir hier bei diesem Viadukt hier. Also richtig toll. Weiter geht's. So, ja, im ersten Moment habe ich gedacht, was ist das denn für ein Konstrukt da mitten in der Natur? Ich habe erst gedacht, das wäre irgendwie so ein Förderband irgendwie von der Zeche oder irgendwie sowas. Wenn ihr mal den Zollverein wart, dann sieht das da so ein bisschen so aus zumindest. Dann habe ich das mal per Google Maps recherchiert. Nein, das ist die Autobahn A535 Richtung Essen. Also nichts mit Zeche und Tralala und sowas alles. Trotzdem interessant, damit rechnet man ja auch überhaupt nicht. Ich glaube, ich verlasse jetzt auch schon so ein bisschen wieder die Wälder. Lass mich aber weiterhin überraschen. Ich möchte jetzt, wie gesagt, nicht zu viel auf die Karte schauen. Wollte aber nichtsdestotrotz nochmal sagen, ich habe ja jetzt geladen mit einer Powerbank, die Osmo Action. Und das klappt hervorragend und rasend schnell. Das hätte ich nicht gedacht. Also der hat geladen mit 5 Volt, 2,1 Ampere. Ich kann höchstens schätzen, wie schnell das ging. Also ich habe angefangen zu laden bei 49%. Dann habe ich, ja, also bis kurz vor 100%. Das war vielleicht maximal gefühlt
eine Stunde. Vielleicht war es ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber es funktioniert auf jeden Fall hervorragend. So soll das sein. Klar, so eine neue, so ein zweiter Ersatzakku, der hilft natürlich auch. Aber macht es für mich jetzt so ein bisschen komfortabler, weil ich halt eben die Kamera nicht aus dem Case rausnehmen muss. Ich muss den Akku rausmachen und den neuen Akku reinmachen und sowas alles. Also das ist auf jeden Fall eine ganz einfache, schnelle Nummer. Klar, man hat so ein bisschen mehr Kabelsalat, aber wenn man sich da entsprechend organisiert, sollte das eigentlich kein großes Problem sein. Wir sind jetzt gerade auch ein bisschen auf dem Neanderlandsteig wieder gelaufen. Immer nur so phasenweise. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken, wo wir her müssen. Jetzt rechts. Oh ja, es geht hier rechts. Geht es jetzt hier hoch? Keine Ahnung. Ah ne, doch, hier so. Ja, ja, wir lesen kann es klar im Vorteil. Ich habe mich eben auch schon wieder verlaufen. Bin da über diese eine Brücke. Ich weiß gar nicht, ob ich da einen Clip gedreht habe. Und den werde ich dann auf jeden Fall auch zeigen. Da musste ich auf jeden Fall wieder zurück, weil das nicht der geplante Weg war. Denn da über die Brücke ging es, würde es dann weitergehen auf dem Neanderlandsteig. Ja, jetzt weiß ich nicht, wo wir sind hier. Ich zoome mal gerade so ein bisschen raus. Losenburg. Sagt mir nichts. Keine Ahnung. Langenhorst haben wir hier in der Nähe noch. Vielleicht sind wir auch in Essen schon. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich das weiß, melde ich mich auf jeden Fall nochmal wieder. Ich habe hier eine kleine Wanderhütte entdeckt und habe mir gedacht, hier machst du mal eine kleine Pause. Ich habe mir jetzt ein bisschen Iso-Sport, Iso-Drink rein, mal ein bisschen was für den Geschmack. Dann habe ich ja hier noch meine Eiermuffins und ich habe hier noch diverses Zeug drin. Süßigkeiten und Dextroenergien und ich habe noch Karazza dabei und sowas alles. Ja, dann würde ich sagen, eine kleine Rast und dann geht es gleich heiter weiter. So, die Pause ist rum. Die Leibniz Schokokekse, die nehme ich mir jetzt so mit für auf dem Weg zum Snacken. Aber ich wollte euch noch mal zeigen. Ich setze mich mal gerade noch mal hin. Und zwar das Försters Morgengebet. O Herr, halt fern und jene Gäste, die Wurstpapier und Speisereste hier achtlos in den Wald werfen. Führe sie in andere Reviere, in das Reich der Borstentiere, die auch im Dreck sehr glücklich sind. Perfekt. Und ich habe tatsächlich als allererstes geguckt, ob hier denn auch ein Mülleimer ist. Da gab es ja auch die Diskussion, ja, man kann seinen Müll mitnehmen oder eben nicht. Das ist richtig. Aber die Leute, die das hier gemacht haben, sind schlau und haben einen Mülleimer dahingestellt. Also absolut top. Und ja, jetzt geht's weiter. Hier ist direkt nochmal irgendwie was. Ein ehemaliger Steinbruch. Auch interessant. Für den Bau der Siedlung Langenhorst wurden 1934 hier an der ehemaligen Schleppbahn die ersten Steine gebrochen, anschließend auf Loren geladen, mit der Haspel bis zur Straße am drögen Pött mühsam hochgezogen und so weiter. Ich mache ein Foto davon, blende das gleich im Anschluss ein. Also richtig interessant hier, was man hier entlang der Wege alles entdecken kann. Und dann würde ich sagen, weiter geht's. Der Weg hier ist ein absolutes Paradebeispiel für die Route, die Komoot hier plant. Also ich habe lediglich Start und Ziel festgelegt und die Route dann ja wegen Umwegen oder unnötigen Wegen ein bisschen angepasst. Aber im Groben und wie im Feinen ist die Strecke von Komoot geplant. Und wenn ihr euch das jetzt hier mal anschaut, das ist so ein kleiner Nebenweg, Wanderweg. Ich weiß gar nicht, also Wanderweg N steht hier, sehe ich gerade. Aber ich wäre jetzt da oben den ganzen Berg hoch, hätte ich nicht auf Komoot nochmal geschaut. Buchfeld, ich kann leider überhaupt nicht sagen, was für eine Stadt
oder was für ein Stadtteil oder wie auch immer. Auf jeden Fall weiß ich, dass da wohl eine kleine oder größere Golfanlage ist. Ich weiß nicht, ob das von irgendeinem Ressort ist oder irgendwie sowas. Ich werde das jetzt mal eben recherchieren. So, das ist der Golfclub Essen-Heidhausen. Dann wissen wir jetzt auch Bescheid. Da geht es jetzt erstmal hier an Matschingen, kleinen Trail entlang höchstwahrscheinlich. Dann ja, würde ich sagen, wir sind auf jeden Fall schon in Essen angekommen. Hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht, dass das doch recht schnell geht. Ich weiß jetzt die aktuellen Zahlen nicht, weil ich mich jetzt hier erstmal durch den Matsch kämpfen möchte. Und dann melde ich mich gleich nochmal mit aktuellen Zahlen. So, nach dem wundervollen Wanderfeldweg, wie auch immer, musste ich da vorne noch Bäumen ausweichen. Und jetzt möchte ich noch kurz ein bisschen was über die Zahlen sagen. Also gelaufen habe ich aktuell 25 Kilometer. Aber es ist keine Zahl und keine Durchschnittsgeschwindigkeit. Das können wir gerne am Ende nochmal, oder das mache ich am Ende nochmal, falls ich es nicht vergessen sollte. Aber diese Wanderung wird natürlich auch per Komoot aufgezeichnet. Da könnt ihr sie dann auch gerne einsehen. Und gelaufen oder noch zulaufende, so sind 12 Kilometer in etwa, sofern mir denn ja nichts ja, dazwischen kommt, sage ich mal, was irgendwie ja einen Umweg nicht erforderlich macht, aber der Sache dient. Und ja, jetzt geht es erstmal weiter Richtung ja, Kopf. Und ja, wie ihr wisst, was hochgeht, geht irgendwann auch wieder runter. Das ist auch so, aber ich möchte noch nicht zu viel verraten. Ihr werdet sicherlich schon wissen, wo es hingeht. Vielleicht auch nicht, deswegen werde ich es jetzt noch nicht sagen. Und weiter geht's. Damit begrüße ich euch nach 26,1 Kilometer in Essen-Heidhausen. Hier hinter mir habe ich mir gedacht, ich nutze das als ja, herzlich willkommen in Essen. Da haben wir diese Fenster da. Das erinnert mich sehr an Harry Potter und Hogwarts und sowas alles. Nicht, dass ich Fan davon wäre, aber die Filme hat man ja gesehen und das erinnert mich halt daran. Und ja, jetzt geht es erstmal runter an die Ruhr zum Baldeneysee, so da die Ecke. Und ich hatte eben mit dem Jörg nochmal geschrieben, der läuft ja den Bergischen Weg, Etappe 1, von Essen nach Velbert und Gülfrath, hat er mir geschrieben. Und ich habe gedacht, ja, vielleicht trifft man sich, vielleicht läuft man sich ja über den Weg. Dem war leider nicht so, hat nicht sollen sein. Und ja, was nicht ist, kann ja auf jeden Fall noch werden. Jetzt gehe ich mal eben über die Straße, wenn denn da kein Auto kommt. Und ja, dann gucken wir gleich mal, was uns denn da noch ja, von Baldeneysee erwartet. Ich habe auf jeden Fall noch so eine kleine Geschichte zu erzählen da. Seid gespannt, weiter geht's. So, meine Freunde, das Wetter ist gut. Hier ist eine Bank, eine tolle Aussicht, da hinten sind Pferde. Ihr habt ja gerade gesehen, irgendeine Villa, die hier eingezäunt ist mit irgendwelchen Mauern und sowas alles. Da oben scheint es irgendwie auch noch ein Lost Place zu geben. Das sieht aus wie irgendwie eine ehemalige Klinik oder sowas. Keine Ahnung. Ich glaube auch Heidhausen, wo ich ja immer noch bin, das ist hier so High Society, ohne tatsächlich zu wissen. Nichtsdestotrotz mache ich jetzt erstmal kurz einen kleinen Break. Mir tut hier auch ein bisschen die Schulter weh von diesem ganzen Getrage von dem Selfie-Stick. Ja, also aber jammern auf hohem Niveau, von daher. Alles Roger, es geht gleich auf jeden Fall weiter. Erstmal eine kleine Pause.
was für ein krasser Gegensatz, würde ich sagen. Eben noch da durch die Wälder, teilweise da durch irgendwelche Wege durch, die ja seit gefühlt Jahren nicht mehr bewirtschaftet wurden. Und jetzt sind wir hier in Essen-Werden angekommen. Und hier geht die Bundesstraße 224 durch. Und dazu habe ich eine kleine lustige Geschichte. Wir sind damals ja immer zur Turbinenhalle nach Oberhausen gefahren, um zu feiern. Der gute Trance-Musik und sowas lief. Und wir hätten natürlich über die, glaube ich, A3 oder was fahren können. Und dann in Essen irgendwo, ich glaube, die Autobahn wechseln können. Haben wir aber oftmals nicht gemacht, sondern wir sind von Wuppertal über Essen-Werden, Essen Hauptbahnhof und dann nach Oberhausen weitergefahren. Also eine richtig tolle Strecke. Gerade das Stück nach Essen Richtung Wuppertal ist sehr ländlich. Da ist es stockduster. Da ist nichts los, wenn dir da was passiert. Klar, zu der damaligen Zeit gab es schon Handys und so weiter, aber ja, das wollte ich noch erzählen. Also ist eine ganz tolle Erinnerung. Und woran ich mich noch erinnern kann, ist, das führt hier so serpentinartig so ein bisschen hoch. Da ist irgendwo auf der Mitte dieser Strecke hier ein Blitzer. Ich weiß gar nicht, ob der beidseitig ist. Aber auf jeden Fall, wenn man runterkommt, geht es bergunter halt. Und da tendiert man doch eher so ein bisschen schneller zu fahren. Und ich sag mal so, Maret lieber nicht. So, jetzt gucken wir mal, inwieweit wir da zum Baldener See rankommen. Oder ob die Strecke da vorbeiführt. Und dann zeige ich euch gleich noch ein paar Impressionen, wenn es denn klappt, vom Baldener See. Ich habe jetzt wirklich gedacht, die Routenführung führt mich jetzt genau da diese Schnellstraße hoch, wo ich gesagt hatte, es gibt da diesen Blitzer. Glücklicherweise nicht. Wir laufen im Prinzip jetzt ein ganzes Stück parallel zur Eisenbahnstrecke. Ich weiß gar nicht, welcher Zug da fährt. Ob das vielleicht sogar mein Zug ist, mit dem ich später wieder nach Hause fahren werde. Ganz interessant auch da dieser Einbau da. Was weiß ich, ob das ein Bunker ist. Oder vielleicht irgendwie eine Zugangsmöglichkeit für die Wartung von irgendwelchen Anlagen von dieser Serpentine, die da hochgeht. Oder ja, ich habe überhaupt keine Ahnung. Da vorne geht es gleich so einen kleinen Single Trail weiter. Wie gesagt, parallel zu den Gleisen. Ihr seht vielleicht, ich höre hin und wieder so ein bisschen Musik, weil das doch teilweise echt, ja, langweilig ist. Man muss es einfach so sagen, es ist halt langweilig. Da gefällt mir das doch mit diesem Single Trail, das was wir da eben hatten, mit den umgefallenen Bäumen und so weiter. Auch wenn ich da ein bisschen gemeckert habe, viel besser. Aber das gehört halt auch dazu, wenn ich überlege, so ein Megamarsch, da kannst du dir die Strecke auch nicht aussuchen. Und genau so habe ich es heute auch gemacht. Start und Ziel. Und dann Komoot, plan mal eine schöne Strecke. Glücklicherweise plant der oft so, dass du nicht nur Bundesstraße läufst und sowas alles, sondern sehr viel Grünfläche. Von daher, ja, schon mal toll gemacht. Immer nur Wald zu laufen ist auch, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch möglich, aber ja, man will auch irgendwann an sein Ziel kommen. Und ja, jetzt gibt es erstmal ein paar Impressionen für die Eisenbahnbegeisterten unter euch. Wir laufen jetzt ein Stück hier an der Strecke Richtung Essen-Werden entlang. Damit begrüße ich euch dann oberhalb der Villa Hügel im Kruppwald, genau so heißt es. Richtig toll, also ich bin jetzt hier wirklich die ganze Zeit parallel zu diesem großen Anwesen gelaufen. Ich wollte nicht durchlaufen, weil erstens die ganze Geschichte dazu hat,
Also klar, der Park und so weiter hat geöffnet, aber ich glaube, da kann ich mir dann die 5 Euro Eintritt oder wie viel das sind sparen und mache noch einige Kilometer mehr. Ich werde auch gleich irgendwo mal eine kleine Bank suchen und nochmal was trinken. Nach dem Stück hier, wo wir da an der Eisenbahn entlang sind, da ging es ordentlich berghoch, permanent die ganze Zeit. Ich hatte es ja gesagt, was nach Essen werden runtergeht, geht irgendwann auch wieder hoch. So ist das halt. Und ja, was soll ich sagen? Also absolut eine tolle Wanderung. Mehr kann ich im Moment echt wirklich nicht sagen. Ich konnte ein paar Bilder für euch einfangen von der Villa Hügel. Also wenn ihr mal in Essen seid, investiert auf jeden Fall die 5 Euro oder wie viel das sind. Und guckt euch das mal an von der Firma Krupp oder Krupp-Hosch, ThyssenKrupp, wie auch immer, keine Ahnung. Ganz interessante Industriegeschichte. Und dann würde ich sagen, geht es jetzt erstmal weiter, eine Bank suchen und dann gibt es eine Kleinigkeit zu trinken. Also was für mich absolut nicht nachvollziehbar ist, ist die Tatsache, dass wir da oben ja quasi in einem Villenviertel durchgelaufen sind und dann ja zwei Häuser weiter auf der anderen Straßenseite dann da diese zwei Gebäude stehen, leer, abgerockt, ist für mich absolut unverständlich. Vielleicht, sicherlich wird es dafür genug Gründe geben, aber ja trotzdem, also wenn ich Anwohner da wäre und ich hätte mein Grundstück da, mit meiner fetten Villa. Also entweder interessiert mich das gar nicht, was in meiner Nachbarschaft los ist, oder mich interessiert es doch und dann stört es mich höchstwahrscheinlich. Aber ja, vielleicht gibt es da auch ganz andere Gründe für, man weiß es nicht. Von daher ist alles reine Spekulation. Ja, bemerkt halt, Essen ist die Stadt mit Geld. Zumindest in den Stadtteilen, die ich bis jetzt gesehen habe. Sicherlich wird es da auch andere Stadtteile geben, wie in jeder Stadt auch. Im Wuppertal beispielsweise, kann ich mir vorstellen, so Dönberg, Brillerviertel da oben die Ecke, da ist auch hier. Aber die Frage ist halt, ist das alles, was wichtig ist fürs Leben? Finde ich nicht. Zwangsläufig, klar, Geld zu haben ist sehr angenehm. Aber was bringt mir das, wenn ich krank bin und nicht laufen kann oder ich hänge dann irgendwelchen Maschinen, die mich da am Leben erhalten. Ist jetzt meine Meinung, sage ich jetzt mal. Da vorne liegt hoffentlich nicht wieder irgendein umgekippter Baum. Nee, sah nur so aus. Ja, von daher meine Meinung und weiter geht's. Damit begrüße ich euch in Essen-Rüttenscheid. Ganz interessante Geschichte. Hier ja, parallel quasi ist die Grugerhalle. Und da habe ich tatsächlich meine allererste Party gehabt. 1Live Party Service Spezial. Ja, mit DJs at Work und so ein Zeug. Da habe ich sogar heute noch ein Live-Set, was ich mir hin und wieder anhöre. Richtig geil. Und hier laufe ich gerade die Rüttenscheider Straße komplett durch. Hinten, als ich angefangen habe, habe ich mir gedacht, oh, die ganzen Geschäfte, geht bestimmt die Maskenpflicht. Ich habe auch kein Schild gesehen. Ergo setze ich sie auch nicht auf. Und ganz ehrlich, jetzt bin ich fast durch. Und jetzt sehe ich hier vorne ein Schild. Ganz verrückt. Sorry, aber hier trägt keiner eine Maske. Und ich glaube, da stand auch drauf, bitte tragen Sie. Also keine Pflicht dazu, sondern eine freiwillige Sache.
vorbei an der Philharmonie in Essen. Das war auf jeden Fall eins der Punkte, die ich unbedingt mal sehen wollte. Weil ich doch Essen nicht, also ich kenne Essen eigentlich gar nicht, so aus dem Blickwinkel her. Von daher alles richtig gemacht. Aber das ist noch nicht mein Zielpunkt, wie ihr vielleicht erraten habt. Der Essener Hauptbahnhof ist mein Zielpunkt. Und ja, da wird es gleich dann die warmen letzten Worte geben. Aber bis dahin sind es noch ein paar hundert Meter. Und dann würde ich sagen, weiter geht's auf die letzten 100 Meter. Grüße ich euch nach gelaufenen 36,8 Kilometern und reiner Laufzeit von 6 Stunden und 38 Minuten am Hauptbahnhof in Essen. Meinem Zielpunkt, also eine richtig geile Tour wieder, hat wieder richtig Bock gemacht. Ich könnte konditionell auf jeden Fall noch weiter, definitiv. Ich habe mir auch überlegt, ob ich noch bis Zeche Zollverein laufe und dann noch ein paar Aufnahmen mache. Aber ich glaube, das ist ganz am anderen Ende von Essen. Und ja, die Zeit, ne? Ihr wisst Bescheid. Und mit diesen Worten bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns garantiert im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg. Ciao.